In der fünften und letzten Aufgabe war als Schaltung eine sehr einfache Parallelschaltung von einem Widerstand und einer Induktivität gegeben, die ich mal mit R und L bezeichne. Und im Aufgabenteil A musste man jetzt nichts anderes machen, als sich zu überlegen, dass Wirkleistung P ja nur in diesem Widerstand umgesetzt wird. Und man diese Wirkleistung an diesem Widerstand eben durch die Formel U² durch R oder auch als I² mal R ausrechnen kann. Und dann konnte man diese Gleichung schon in Richtung U umstellen und sagen, U ist die Wurzel von P mal R. Dann einfach die Werte, die da gegeben waren, in der Aufgabe einsetzen, nämlich dass das P 420 Watt waren und anstatt Watt schreibe ich jetzt mal gleich in Volt Ampere und dass der gegebene Widerstand 105 Ohm waren und anstatt Ohm schreibe ich jetzt mal gleich Volt pro Ampere, dann kann man die Ampere wegkürzen, dann bleibt da Volt Quadrat stehen und die Wurzel davon sind dann Volt und wenn man den Zahlenwert ausrechnet, dann sind das 210 Volt. Und das war dann auch schon die gesuchte Lösung von der Aufgabe A. Wie groß ist die Klemmenspannung, die über diesen beiden parallel geschalteten Elementen abfällt? Im Aufgabenteil B musste man sich dann überlegen, dass die Blindleistung ja nur an der Induktivität umgesetzt wird oder auftritt und dass man die genauso ausrechnen kann aus U² durch Omega L. Und das U² haben wir jetzt. Das sind 210 Quadrat Volt Quadrat. Und das Omega L war auch in der Aufgabe gegeben. Das waren 140 Ohm. Und statt oben schreibe ich direkt Volt pro Ampere. Dann kann man das Quadrat und einmal Volt wegkürzen. Dann bleiben da Volt Ampere über, die man jetzt dann für die Blindleistung als Volt Ampere reaktiv schreiben kann. Und wenn man dann den Zahlenwert ausrechnet, kommt man hier auf 315 Volt Ampere reaktiv. Das ist dann die Blindleistung, die gesucht war in der Aufgabe. Und was dann ebenso noch gesucht war, war der Strom, der hier in diese Schaltung reinfließt. Dazu kann man sich jetzt, wenn man die Spannung hier schon weiß, das U weiß, was wir gerade ausgerechnet haben, sozusagen den Strom bestimmen, der einmal hier in den Widerstand reinfließt und den Strom bestimmen, der drüben durch die Induktivität fließt. Den Strom durch den Widerstand kriegt man auch wieder aus dem ohmschen Gesetz raus, I ist U durch R. Und dann einfach die Zahlenwerte von oben einsetzen, die 210 Volt und die 105 Ohm für den Widerstand. Oben sind Volt pro Ampere, kürzen sich die Volt weg und dann bleiben dort 2 Ampere für den Strom über. Und genauso kann man dann den Strom ausrechnen, der durch die Induktivität fließt. Und der Strom durch die Induktivität ist nach dem gleichen Gesetz zu berechnen, die Spannung durch den Blindwiderstand 210 Volt durch die in der Aufgabenstellung gegebenen 140 Ohm, die Volt pro Ampere sind, kann man wieder die Volt wegkürzen, es bleiben Ampere über für den Strom und als Zahlenwert sind das dann 1,5 Ampere. So, und das sind ja alles nur die Beträge der Ströme. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, über beiden Elementen fällt ja die gleiche Spannung ab. Das heißt, der Strom hier und der Strom hier, die müssen um 90 Grad Phasen verschoben sein als komplexe Zeiger. Das heißt, wir können den Gesamtstrom dort oben dann ausrechnen als sowas wie eine Vektorsumme oder eben als Betrag, wenn der Strom 0 Grad Phasenwinkel hat und der Strom um 90 Grad Phasen verschoben ist, dann brauchen wir eben diesen Strom IR
zum Quadrat und den Strom IL zum Quadrat und davon die Wurzel, genau wie man von einer komplexen Zahl Realteil und Imaginärteil jeweils zum Quadrat und davon die Wurzel dann eben den Betrag ausrechnet. Und dann können wir einfach die 2 Ampere und die 1,5 Ampere dort einsetzen und das ausrechnen. Und dann kommt man für den Gesamtstrom auf 2,5 Ampere. Und damit war die Aufgabe B dann auch gelöst. Und in Aufgabe C war jetzt schlussendlich nach dem Leistungsfaktor dieses Verbrauchers oder dieser Schaltung gesucht. Da kann man sich jetzt überlegen, dass man den Leistungsfaktor so rausbekommt oder dass der in der Gleichung auftaucht. P ist S mal Cosinus Phi. Die Wirkleistung ergibt sich aus der Scheinleistung mal diesem gesuchten Leistungsfaktor Cosinus Phi. Und die Scheinleistung kriegt man auch raus aus der Wurzel von P² plus Q². Und das P war ja schon in der Aufgabenstellung gegeben, das waren die 420 Watt. Das Q haben wir zwischendurch schon mal ausgerechnet, sodass man diese beiden Werte jetzt da einsetzen kann und das ausrechnen kann und dann auf 525 Volt Ampere kommt. Und dann kann man diese Gleichung einfach in Richtung von dem Leistungsfaktor Cosinus Phi umstellen. Dann ist der Cosinus Phi eben P durch S, also 420 Watt durch diese 525 Volt Ampere. Und Watt und Volt Ampere ist ja das Gleiche. Und dann kommt man hier auf einen Leistungsfaktor von 0,8. Und damit ist dann auch diese Teilaufgabe gelöst und damit die Aufgabe komplett gelöst.